Niklas, 13 Jahre, behauptet, ich kann in einer Minute öfter über eine Hürde springen als der Europameister im Hochsprung Mateusz Cibulko. Niklas und Mateusz müssen eine Minute lang so oft wie möglich mit beiden Beinen seitlich über eine Hürde springen. Wer mehr Sprünge schafft, gewinnt das Duell. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Das ist mal richtig gut, aber auch mal richtig anstrengend. Niklas, und du kannst dir sicher sein, dass dir die Zuschauer im ORF, die jetzt zuschauen, ganz besonders die Daumen drücken. Aber auch alle Zuschauer aus Deutschland oder von wo sie sonst so zuschauen, sind natürlich auf deiner Seite. Noch 20. Noch 10. Wahnsinn! Wahnsinn! Niklas! Du bist ja verrückt, bist du ja! Jetzt? Oh. Dann auch für dich. Die Zeit läuft mit dem ersten Sprung. Mhm. Eine Minute und du beginnst. Auf los geht's. Los! Springen ist natürlich auch sein Metier. Wahnsinn, natürlich auch hier, ne? Ist natürlich um einiges größer dann auch als Niklas, deswegen ist die Hürde natürlich auch deutlich höher. Als hätte er eingebaute Sprungfedern. Das sieht schon auch gut aus. Aber ab der Hälfte der Zeit fängt es dann eben auch an weh zu tun. Vorsichtig, 30 Sekunden noch. Komm! Noch 15. Komm, da geht noch was. Noch die letzten Sekunden. Noch 5. Komm. Und einer noch. Komm. Lass uns einmal kurz nach oben gehen, um die. Also, ich kann dir eins sagen, Mateusz, der Grad der Erschöpfung ist bei euch beiden gleich am Ende des Durchgangs gewesen. Ja? Aber wirklich? Ja. Ja, danke. Ja. Ja, ihr habt beide alles aus euch herausgeholt und das hat Folgendes zum Ergebnis gehabt. Niklas 80, Mateusz 44. Und damit haben wir einen Sieger im Sprungduell und das ist Niklas aus Schwechat in Österreich. Und wenn ihr noch mehr coole Videos sehen wollt, geht direkt hier weiter und lasst natürlich ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr gar nichts mehr.